Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen, bleibt sportlich fair in den Kommentaren. Los geht's jetzt mit Juve gegen Ajax. Ajax Amsterdam hätte durchaus noch eine bessere Ausgangslage haben können beim 1:1 zu Hause gegen Juventus Turin am letzten Mittwoch. Da waren die Gastgeber durchaus die bessere Mannschaft. Zumindest konnte das Tor von Cristiano Ronaldo unmittelbar nach Wiederanpfiff noch egalisiert werden. Jetzt muss hier trotzdem zumindest erstmal ein Tor her. Mit einem 0:0 wären die Holländer raus. Und dann hatten sie auch in der 21. Minute mal den ersten Angriff. Van de Beek mit dem Schuss aus gut 18 Metern, aber wirklich gefährlich wurde es nicht hier. Das, was einige befürchteten, trat dann auch erstmal ein. Die Italiener sehr defensiv und ohne viel Mühe und Anstand nach vorne zu spielen. Dann mal wenig später hier der Ball, der durch das 5-Meter-Gebiet rollt und Kullert wird nicht richtig geklärt. Blind heute auf der linken Verteidigungsposition aufgeboten. Kriegt den Ball nicht richtig rausgefeuert. Pjanic dann mit der besten Chance nach einer halben Stunde. Onana kann sich beweisen. Ein richtig starker Rückhalt der Gäste. 10 Minuten vor dem Pausenpfiff. Dann mal Cristiano Ronaldo mit viel zu viel Platz. Aber wieder kann sich Onana auszeichnen. Den kriegt der Portugiese hier nicht komplett platziert aufs Tor gebracht. Wucht hat er in dem Schuss, aber eben nicht die genügende Präzision. Onana hält damit auch das 0:0 zur Pause fest. Weiterhin brauchten aber die Gäste diesen einen Treffer. Und im zweiten Durchgang wurde Juventus Turin jetzt etwas stärker und nach vorne noch bemühter. Wollten ihren Fans was zeigen. Ronaldo, Cristiano Ronaldo und das 1:0. 51. Spielminute, die Führung für Juve. War mittlerweile aber auch verdient. Ajax Amsterdam brauchte jetzt so oder so einen Treffer, zumindest jetzt in die Verlängerung, sich zu retten. Aber es ging schlecht weiter. Doppelschlag. Miralem Pjanic 6 Minuten später mit dem 2:0. Ajax Amsterdam mit ungeordneter Defensive ist man nicht gewöhnt. Aber Juve drückte hier einmal aufs Gaspedal und dann spielten sie ihre offensive Qualität mal so richtig aus. Aber Ajax gab sich nicht auf. In die Arme von Szczęsny dieser Ball, aber zu harmlos. So, nun nochmal in der Schlussphase. Alles offen hinten bei Ajax. Sie riskierten vieles und mussten dann durch Bernardeschi in der 90. Minute noch das 3:0 hinnehmen. Das war deutlich zu hoch. Durch diesen Linksschuss von Federico Bernardeschi kommen die Turinos mit einem 3:0 weiter. Wie gesagt, etwas zu hoch, aber das Weiterkommen ist auf jeden Fall legitim. Ajax Amsterdam konnte nicht an die gute Hinspielleistung anknüpfen. Der FC Barcelona spielte sich im Hinspiel im Old Trafford eine vernünftige Ausgangslage zurecht. Ein 1:0 durch ein Eigentor von Luke Shaw, aber es war nicht unbedingt das, was man sich komplett erhoffte. Natürlich hatte Barcelona die ein oder andere Möglichkeit, aber Man U machte auch ordentlich Druck. Sie konnten jedoch keinen Treffer erzielen. Jetzt waren sie hier im Camp Nou belügelt nach vorne zu spielen von Anfang an. Und das taten sie dann auch. 6. Minute Messi auf Luis Suarez und das hätte schon die ganz frühe Führung sein können. Man U hingegen in der Defensive wieder gleich gefordert und gefühlt sogar etwas überfordert. Sergio Busquets und dann Arthur mit der Vorlage zu Luis Suarez und jetzt war der Treffer da. 11. Minute, 1:0 für den FC Barcelona. Hochverdient schon zu diesem Zeitpunkt. Die Defensive von Man U komplett überfordert. Luke Shaw fehlte mittlerweile ja gesperrt. Hatte sich ja die dritte gelbe Karte zuletzt abgeholt im Hinspiel und es wurde schlimmer. 23. Minute, Felipe Coutinho mit dem 2:0. Und jetzt brauchte der Gast aus Manchester 3 Tore. Sie versuchten es zumindest anzuschließen im ersten Durchgang. Paul Pogba in der 44. aber scheitert am überragend reagierenden Marc-André Ter Stegen. Der wäre auch nicht im Winkel eingeschlagen, der hatte aber Wucht. Und gepasst hätte er sicherlich trotzdem. Dennoch
eine sehr gute Tat für Ter Stegen. Da konnte er sich mal auszeichnen und damit das 2:0 zur Pause festhalten. Das war absolut in Ordnung. Die Anfangsphase insbesondere gehörte den Katalanen. Stunde gespielt, wieder der FC Barcelona mit dem Finger am Drücker. Rakitic, Arthur wieder, Rakitic und der Ball wird länger und geht ans Aluminium. Linksfuß ist er nicht, aber trotzdem ein klasse Schuss, der um ein Haar gesessen hätte. 5 Minuten später wieder Barcelona, Rakitic und das 3:0. Jetzt war alles klar. 65. Minute, nichts mehr zu machen für Man U. Die 4 Tore, die jetzt fehlten, waren eben utopisch. Etwas mehr als 10 Minuten noch zu spielen, dann der richtig gute Angriff, zumindest zum Ehrentreffer. Marcus Rashford in der 79. Spielminute, Martial legt das Ganze auf und jetzt auch Ter Stegen geschlagen. Kann also dieses Viertelfinale nicht ohne Gegentor über die Runden bringen. Nun aber nochmal Luis Suarez, schöner Trick und dann auch ein schöner Abschluss. 4:1. Ging in der Höhe auch in Ordnung im Endeffekt. Für Manchester United war es ein rabenschwarzer Abend. 4:1 kriegen sie hier auf die Hütte. Und so fliegen sie raus. Der Traum vom Halbfinale ist damit geplatzt. Der FC Porto empfing den FC Liverpool am Mittwochabend. Das Hinspiel verlief für die Reds durchaus optimal. Ein 2:0, sprich Sieg ohne Gegentor vor eigenem Publikum, macht mal gleich eine gute Ausgangslage hier für das Rückspiel in Portugal. Aber die Portugiesen sind nicht zu unterschätzen, schmissen ja unter anderem nach Hinspielniederlage die AS Rom raus. 7. Minute, aber der FC Liverpool mit dem besseren Beginn. Gleich mal eine starke Tat von Iker Casillas. Da muss er gegen Fabinho gleich mal eingreifen. Und dann auch der erste Angriff der Gastgeber. Marega knüpft Alexander Arnold den Ball wieder ab. Dann Suarez auf Hector Herrera und das 1:0 für Porto. Erster Torschuss für die Gastgeber. Und gleich das 1:0. Der hatte im Hinspiel noch gesperrt gefehlt. Jetzt war er wieder da. Und der ist ganz wichtig, das sieht man in dieser Szene. Nun aber wieder die Gäste. Fabinho mit dem Abschluss, Casillas erst mit der Parade, dann Mané und nochmal Casillas. Super Doppeltat, das hätte der Ausgleich sein müssen. Und das so wichtige Auswärtstor für die Elf von Jürgen Klopp. Es ging mit diesem 1:0 in die Pause, heißt ein Tor für Porto. Und es würde erstmal in die Verlängerung gehen, aber Liverpool hat ja noch 45 Minuten Zeit, den ein oder anderen Treffer zu erzielen. Aber der zweite Durchgang dann wieder erwarten, besser für die blau-weiß gekleideten Portugiesen. Der Eckstoß von der linken Seite, Alex Telles bringt den rein und da ist dann Francisco Soares und das 2:0. Alles das, was Klopp in der Halbzeit wohl besprochen hatte, wurde hier dann erstmal über den Haufen geworfen. Das ausverkaufte Stadion in heller Freude und der FC Liverpool kurz davor, alles hier wegzuschmeißen. Aber nun endlich mal im zweiten Durchgang Angriffsbemühungen von den roten Gästen. Firmino wird nicht richtig angegriffen, da am 16er legt rüber zu Fabinho und der nimmt sich dann aus 16 Meter ein Herz. 68. Minute, das 2:1 und jetzt bräuchte Porto wieder 2 Treffer aufgrund der Auswärtstorregel. Würde ein 3:1 nicht mehr reichen. Aber sie gaben sich noch nicht auf. Noch einmal ein Eckstoß, gefährlich von Otavio, dann in die Mitte geflankt, Marega mit dem Kopfball, Alisson Becker kann parieren, 10 Minuten vor dem Ende und damit schwand dann auch so langsam die Hoffnung, hier noch ins Halbfinale einziehen zu können. Jetzt nochmal Liverpool, Roberto Firmino, Naby Keita ins kurze Eck, das 2:2, am Ende sogar dann ein Weiterkommen für Liverpool ohne Niederlage. Das 2:2 ist am Ende auch durchaus in Ordnung, weil sie immer gekämpft haben. Nach dem Rückstand spielten sie sich wieder ran.
und so doch souverän im Halbfinale. Auch wenn es lange Zeit nach Verlängerung aussah, Jürgen Klopp und seiner Mannschaft zogen ihren Kopf dann noch aus der Schlinge. Manchester City verlor im Hinspiel mit 1:0 und jetzt kamen wieder die Fragen auf. Kann Pep Guardiola nicht mehr die Champions League aus meiner Sicht eine relativ schwachsinnige These, aber er muss jetzt auch unter Beweis stellen, dass er dazu in der Lage ist, mal weiterzukommen, außer mit dem FC Barcelona. Es ging hier aber rabenschwarz los und dann auch schon in der fünften Minute das 1:0 für Tottenham. Unglaublich. Ederson erst noch mit der Riesenparade, doch dann konnte er nicht mehr gestoppt werden. Lukas schießt den Ball ins leere Tor. Rabenschwarzer Anfang für die Citizens. Und es ging schlecht weiter. Eriksen nach einer halben Stunde mit der nächsten Riesenmöglichkeit. Ederson hält den Ball. Aber nach vorne war hier von den Sky Blues fast gar nichts zu sehen im ersten Durchgang. Die Highlights setzten definitiv die Gäste. Und Man City braucht ja 3 Tore unter diesen Umständen, da sie auswärts keins geschossen haben. Aber es kam noch schlimmer. Moussa Sissoko mit dem 0:2. 37. Spielminute. Sergio Aguero hat im Hinspiel ja einen Strafstoß verschossen. Dann hätte es irgendwie rosiger ausgesehen. Aber jetzt war es eine Riesenaufgabe. 4 Tore brauchten sie nach dem 0:2. Aguero jetzt mal mit dem Schuss in der 45. Spielminute, aber das war das Gefährlichste der Gastgeber im ersten Abschnitt. Loris wurde nicht einmal richtig geprüft und somit war es dann auch ein verdientes Halbzeitresultat von 0:2 und eben eine Mammutaufgabe im zweiten Durchgang für Man City. Das wollten sie jetzt aber dann auch irgendwie schaffen. Gündogan zu Leroy Sané. Der kann da einmal wackeln. Legt zu De Bruyne. Der behauptet den Ball und macht den Anschluss. In der 60. Spielminute. Noch 30 Minuten für 3 Tore. Wenn das jemandem zuzutrauen ist, dann gehört sicherlich Manchester City in die Auswahl dieses Kreises. Und sie wollten gleich nachlegen. Gündogan, De Bruyne, wieder Ilkay Gündogan und der Ausgleich. Jetzt fehlt nur noch 2 Treffer. Der Doppelschlag. Innerhalb von 4 Minuten kämpften sie sich wieder ran. Und die Hoffnung keimte. Tottenham jetzt sichtlich nervös. Das wollten sie nicht mehr aus der Hand geben. Es sah aber aktuell danach aus. Nochmal Man City. Rose und dann Aguero mit dem Abschluss. Loris mit der Parade. 77. Spielminute. Die spielentscheidende Szene, wenn der drin gewesen wäre, dann wäre die Schlussviertelstunde nochmal so richtig heiß geworden. Aber Loris, der französische Nationalkeeper, konnte es verhindern. Und so kommt dann mit diesem 2:2 Tottenham weiter in die nächste Runde. Im ersten Durchgang haben die Gastgeber einfach komplett verpennt. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss.